Hallo Andrea. Hallo Christina. Ich habe dir mein Starter-Set mitgebracht und ich würde gerne wissen, was ich damit alles machen kann. Würdest du mir das zeigen? Ja, klar. Als erstes schiebe ich dir die Nagelhaut zurück. Buffer dir den Nagel an, bis er nicht mehr glänzt. Wir suchen dir jetzt den richtigen Tipp für deinen Nagel aus. Ich lege den Tipp bis zur Kante an und schau, ob er auch wirklich richtig passt. Und mach genau hier in der Kuhle den Tippkleber. Dann nehme ich den Tipp bis zur Kante und wenn ich die Kante spüre, gehe ich ganz, ganz langsam nach oben. Warte einen Moment, bis der Tipp klebt. Den Rest von dem Kleber wischen wir ab mit einer Zillette. Dann entscheidest du dich für eine Länge, die du haben möchtest, setzt es an und es macht Schnapp. Jetzt feile ich die Form vom Nagel. Dann muss ich den Nagel anmattieren, den Tipp, dass der fast durchsichtig gefeilt ist. Und das müsst ihr ganz, ganz vorsichtig machen. Es darf kein Glanz mehr auf dem Tipp sein. Jetzt habe ich hier den Primerstift und mache den Primer wirklich nur am Rand, damit wir später auch kein Lifting bekommen, ne? Damit es nicht nochmal nachfettet. Bist du schon fertig? Ja, es bleibt jetzt so. Kannst du gehen. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Man braucht auch nur wirklich ganz, ganz wenig. Grundierung muss wirklich ganz, ganz wenig auf den Nagel. Und ab in die Lampe mit dir. Jetzt nehme ich eine kleine Kugel von dem Aufbaugel in der Mitte auf den Nagel. Auch wieder am Nagelrand. Und ab in die Lampe mit dir. Bitte? Nach dem Abcleanern faltet man den Nagel in Form. Mache ich den Glanz auf den Nagel. Und der genauso schön vorsichtig auftragen. Und das härten wir jetzt 120 Sekunden aus. Jetzt nochmal abcleanern und dann könnt ihr sehen, wie schön das auch glänzt.